Als Marie-Helene mir mitteilte, dass sie nicht mehr zur Schule gehen möchte, war ich nicht sehr erfreut. Ja, wirklich nicht. Das war ein totaler Schock. Also ich hatte es ja schon kommen gefühlt, aber irgendwie hatte ich gedacht und gehofft immer, dass sie es nicht so ernst meint. Und als sie es dann ernst meinte, war mir klar, jetzt ist es ernst und jetzt kommt was ganz Gewaltiges auf uns zu. Und ich habe mich nicht, ja, vorbereitet sowieso nicht, aber ich habe mich dafür auch nicht, also der Aufgabe nicht gewachsen gesehen, sagen wir es mal so. Ja. Zuerst haben wir sie ja krank gemeldet, weil wir den Schock verdauen mussten und sind zum Arzt gegangen und haben ihm gesagt, unser Kind geht nicht mehr zur Schule. Was sollen wir tun? Und dann sind wir die ganz normale Laufbahn gegangen, die jeder dann gehen muss. Das heißt, wir wurden zum Psychologen geschickt und der Arzt hat gesagt, sowas geht ja nicht so einfach, kann man ja nicht so einfach machen. Und wir haben gesagt, ja, das wissen wir ja auch, dass man das nicht so einfach machen kann. Aber was sollen wir tun? Und dann war sie beim Psychologen dreimal und der hat gesagt, ja, was soll ich tun? Sie hat ja einen klaren Willen, sie weiß genau, was sie will. Und meine Aufgabe ist es nicht, den Willen eines jungen Kindes zu brechen. Und es waren ungefähr 3 Monate, in der das so schwammig lief. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, ja, es ist auch nicht meine Aufgabe als Mutter, den Willen eines jungen Kindes zu brechen. Als Mutter stelle ich mich natürlich dann irgendwann hinter mein Kind, auch wenn ich das noch so komisch finde. Und die Entscheidung haben wir dem Arzt dann mitgeteilt. Und dann sagte er, ja, das ist toll. Ich kann sie natürlich nicht mehr krank schreiben, weil wenn sie nicht krank ist, kann ich sie nicht krank schreiben. Aber ich wünsche Ihnen dann auf Ihrem Weg viel Erfolg, denn ich bin der Meinung, die Eltern sollten sich immer in erster Linie hinter ihre Kinder stellen und die Seite des Kindes vertreten und nicht den Staat. Und dann habe ich gesagt, okay, na dann, ich bin Mutter, dann werde ich mich jetzt hinter meine Tochter stellen. Ja, und dann ging es los. Also dann ging es erst richtig los, weil dann musste ich ja zur Schule und denen mitteilen, dass sie eben nicht krank ist. Ne? Also, dass sie nicht mehr kommen wird, weil sie nicht mehr kommen wird. Das ist natürlich sehr komisch, vor allem für mich als ehemalige Kollegin. Es war tatsächlich auch eine Schule, wo ich mich mal beworben hatte. Also, da spielten dann so mehrere Ebenen mit. Und dann zu sagen, wenn man ja im Referendariat gelernt hat, es gibt die Schulpflicht und die schränkt unsere Grundrechte ein. Und das ist auch ganz normal und auch nicht schlimm. Weil es ja für einen guten Zweck. Und so hatte ich das gelernt und so habe ich das immer angenommen. Ist ja für einen guten Zweck, ist halt so. Und dann auf einmal selber da zu sitzen und zu sagen, ja, wir sollen ja die Kinder da abholen, wo sie sind. Das haben wir so gelernt, das sollen wir in der Schule machen. Was ist jetzt aber, wenn das Kind da ist und ganz woanders und es will gar nicht? Muss ich sie doch auch abholen. Ich kann doch nicht dann in dem Moment sagen, so jetzt ist vorbei, jetzt wende ich Zwang an. Geht ja nicht. Und das war komisch, also da vor den Kollegen zu sitzen und zu sagen, übrigens, sie kommt nicht mehr, weil sie für sich etwas anderes sich wünscht, und zwar freie und selbstbestimmte Bildung. Ich weiß zwar auch nicht, wie das gehen soll, weil als Pädagogin glaube ich, das geht nicht. Ich dachte ja immer, wir sind unentbehrlich. Wir sind so wichtig als, jetzt wollte ich nicht sagen Lehrkörper, aber vielleicht ist das so, ja. Also ich dachte immer, wir sind ohne uns, ne? Funktioniert das auch gar nicht mit dem Lernen. Und habe mich dann darauf eingelassen und habe ihr gesagt, pass mal auf, also 2 Dinge müssen klar sein, wenn du den Weg gehst. Erstens, ich kann nicht deine Lehrerin sein, weil ich bin gerade in einer beruflichen Entwicklung. Ich mache gerade was anderes. Ich bin ja damals Sängerin geworden, habe eine Ausbildung gemacht zur Musikgestalttherapie. Ich kann dich nicht unterrichten und ich will es nicht. Erstens, du musst es selber hinkriegen. Und zweitens, ich will nie wieder hören, dass du Langeweile hast. Weil sie hatte vorher immer Langeweile. Ne? Als sie noch zur Schule ging, hatte sie eigentlich immer Langeweile. Und dann habe ich gesagt, wenn du den Weg gehen willst, also was ich nicht hören will, dass du Langeweile hast. Und komischerweise, es hat beides geklappt. Sie hat sich selbst strukturiert. In ihren Zeugnissen stand immer, sie kann das nicht. Da sieht man, was Zeugnisse wert sind. Also sie hat sich selber strukturiert. Sie hat es selber in die Hand genommen. Und sie hatte keine Langeweile mehr. Das hat mich sehr gewundert. Und ich sag mal so, der Weg ging dann, was das Formelle betrifft, also was das Rechtliche betrifft, war er extrem krass, ne? In die Angst. Wir waren, also ich war sehr oft sehr viel in der Angst und musste auf dem, jetzt sind es ja 4 Jahre her, ich musste meine Ängste
überwinden. Ja. Aber was das Lernen betrifft, ging es relativ schnell in die Veränderung. Also ich habe relativ schnell gemerkt, was habe ich eigentlich gemacht als Lehrerin? Ich hätte es auch lassen können, sozusagen. Es kann ganz anders funktionieren und es funktioniert anders. Das ging sehr schnell. Also diese Erkenntnis, dass selbstbestimmte Bildung genau das macht, was wir in der Schule machen wollen, nämlich die intrinsische Motivation, die ist dann da, weil die kommt ja von innen. Und was habe ich mir an der Schule Beine ausgerissen, ne, um Schüler für Latein zu motivieren, hat irgendwie nie geklappt. Also bei wenigen ja, aber die hatten es dann wahrscheinlich auch schon drin. Und bei den anderen hat es nicht geklappt. Und bei ihr habe ich dann plötzlich gesehen, wow, so funktioniert Lernen. Über Begeisterung und über die persönliche, ne, das eigene, das Individuelle, das, was interessiert, die persönlichen Interessen, das eigene Wollen. Und den eigenen Rhythmus, den eigenen Zeitablauf, die eigenen Schwerpunkte. Also das ist ja ein großes Feld. Und das hat mich als Lehrerin anfangs geschockt, aber ich habe sehr schnell gesehen, ja, prima. Was dann halt anstrengend war, war dieses Ganze mit Gericht und Jugendamt. Das war heftig. Das hat lange gedauert, bis wir da relativ Ruhe reinbekommen haben, also auch vom Gefühl her. Also einfach der Angstfaktor, der war lange, hat uns lange begleitet. Es werden verschiedene Wege beschritten hier in diesem Land, wo es ja nicht erlaubt ist. In allen anderen Ländern eigentlich ist es erlaubt. Also wir brauchen ja nur 70 Kilometer weiter in den Norden fahren, da wäre es dann möglich. In Deutschland gibt es viele Möglichkeiten. Viele Eltern entscheiden sich unterzutauchen, auszuwandern oder die Kinder abzumelden. Also so Schleichwege, sage ich mal, da gibt es viele Möglichkeiten. Und dann gibt es natürlich aber auch den offiziellen Weg. Da gibt es entweder die Variante, dass Eltern ihre Kinder gar nicht an der Schule anmelden. Ne, dass sie sagen, wir gehen den Vertrag gar nicht ein, weil wir wissen, dass wir ihn nicht erfüllen werden. Das sind die Nichtanmelder. Und in unserem Fall, wir wären auch gerne abgehauen natürlich, weil wer stellt sich schon gerne diesem kräftezehrenden, auch angstmachenden Weg? Also es hat schon mit Energie auf jeden Fall zu tun und kostet Nerven auf jeden Fall. Aber wir hatten keine andere Wahl. Also mussten wir den offiziellen Weg gehen und meine Tochter ist nicht abgemeldet, das heißt, sie ist an der Schule angemeldet und geht nicht, weil sie sich entschieden hat. Das ist dann auch eine Möglichkeit, ne? Sie ist gemeldet, geht aber trotzdem nicht und natürlich landet man dann vorm Gericht, das landet man dann meistens, also ohne geht's eigentlich gar nicht. Ich glaube, in Bundesländern, die schon weiter sind, wo schon der Trampelpfad getrampelt wurde, jetzt beispielsweise Sachsen, da sind sie, glaube ich, schon weiter. Also nicht glaube ich, weiß ich. Da sind sie auch weiter, was das Thema Kindswohlgefährdung anbelangt. Also die wissen dort, dass ein Nichtschulbesuch nicht gleich eine Kindswohlgefährdung ist. Soweit sind sie in anderen Teilen Deutschlands noch nicht. Die setzen das immer sofort gleich. Und dann hat man, wenn man Pech hat, drei Gerichtsverfahren. Das hatten wir auch. Also Bußgeld auf jeden Fall wegen Nichtschulbesuch, weil es ist ja eine Ordnungswidrigkeit. Dann, wenn es weiterkommt, vom Ministerium Zwangsgeld, also Verwaltungsgericht. Und dann natürlich Sorgerecht, ne, wegen Kindeswohlgefährdung, Familiengericht. Und wir hatten wegen eines Vergehens sozusagen drei Verfahren. Also Bußgeld, Zwangsgeld, Familiengericht. Und ich habe dann alle gewonnen. Es hat 2 Jahre gedauert, glaube ich. Ich habe alle gewonnen als Mutter. Da dachten wir danach, jetzt seien wir durch. Aber so einfach scheint es in diesem Bundesland hier nicht zu sein. Also unser Anwalt sagte, wollen wir die Akte schließen? Ich glaube, wir haben es geschafft. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, da kommt noch was. Hätte ich vielleicht nicht manifestieren dürfen. Es kam dann, hat nicht lange gedauert. Und jetzt gehen sie halt direkt, also das Bildungsministerium geht direkt gegen Marie-Helene. Und sie spielen das ganze Spiel jetzt nochmal von vorne. Nicht gegen mich als Mutter, sondern gegen den jungen Menschen, der sich entschieden hat, etwas anders zu machen. Ja, also jeder, der den Weg gehen möchte in die eigene Freiheit und Selbstbestimmung, der muss natürlich darauf gefasst sein, dass es energetisch anstrengend ist, ne? Und also ich sag mal nur von mir, beispielsweise in 2018 war so unser Hardcore-Jahr.
da habe ich sehr viel am Schreibtisch gesessen, sehr viel. Ne? Also ich habe für alle Behörden, für Jugendamt, für alle, ich habe geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ich war eigentlich quasi Lehrer. Also ich habe Texte gelesen mit Textmarker, ich habe sie alle auseinandergenommen. Ich hatte einen Schreibtischjob. Und natürlich nicht nur Schreibtisch, dann hast du auch die Begegnungen mit dem Jugendamt, mit den Behörden, mit den Ämtern und die Gespräche. Es ist schon, es wird nicht geschenkt. Und ich glaube, der größte Faktor, es ist ein Zeitfaktor, aber es ist natürlich auch ein ganz großer Angstfaktor. Ich sag mal so, wir sind an unserer Persönlichkeit gewachsen. Ne? Also man muss an sich arbeiten und man muss ganz klar wissen, wofür man steht. Also wenn man es halbherzig macht, dann glaube ich, ist die Chance relativ klein. Man muss es ganz genau wissen und vor allem der junge Mensch muss es wissen. Wenn es nicht von dem jungen Menschen ausgeht, so in unserem Fall, wenn Marie-Helene nicht so klar gewesen wäre und in ihrer Entscheidung so fest, dann hätte das wahrscheinlich so alles auch nicht geklappt. Also als Familie, der Zusammenhalt in der Familie, der Zusammenhalt auch zwischen den Eheleuten natürlich, aber auch zwischen Eltern und Kindern, das muss schon funktionieren, weil wir brauchen uns dann alle gegenseitig. Das ist wichtig. Jeder soll seinen eigenen Weg finden, denn jeder Weg ist individuell und jeder von uns entscheidet sich für was anderes. Es gibt ganz viele, die entscheiden sich für die Schule, weil das das Richtige für sie ist. Frei lernen bedeutet ja nicht Leichtigkeit. Es bedeutet ja auch viel Disziplin und sich auseinandersetzen mit sich selbst, Verantwortung vor allem und Selbstverantwortung. Aber wenn man die Entscheidung getroffen hat für den eigenen Weg, dann dahinter stehen und ich sag mal, es einfach annehmen, egal was kommt, denn es ist alles möglich. So, das heißt, annehmen, was kommt, in den Mut gehen, die Angst loslassen, aufs eigene Herz hören, auf die eigenen Kinder hören. Das ist das Allerwichtigste. Hört auf eure Kinder. Ja, das würde ich mitgeben. Was das Kind braucht, was das eigene Kind, der Junge, das Mädchen, der junge Mensch, was der für sich braucht. Und da, wie unser Arzt sagte, ihr seid in erster Linie Anwälte eurer Kinder und nicht irgendeiner Institution oder irgendeines Systems.